Ja, und schon wieder bin ich hier mitten in der Ernte, beziehungsweise wollte gerade genau die letzte Möhre rausholen. Da hat Wally E. einfach gedacht, ich müsste ihn ansprechen, beziehungsweise er müsste sich ansprechen lassen. Es ist einfach nur nervig. Das Problem ist natürlich, ich möchte das Ganze aufnehmen, damit ihr auch wisst, worum es geht. Jetzt muss ich hier gerade aus dem Stegreif sagen, worum es überhaupt ging. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten ein Bild gefunden. Das war ja diese versteckte, ja, Voraussetzung, sage ich jetzt mal. Wir hatten ein Bild gefunden und dann stand auf einmal oben, also von Wally hatte ich eins gefunden, ich glaube beim Graben oder Ernten oder sowas, ich weiß es nicht. Und dann stand auf einmal oben in der Ecke, wo die Aufträge sind, dass wir mit Wally sprechen sollen. Ja, irgendwas mit einer Erinnerung habe ich gefunden, ihn da drin gesehen auf diesem Bild und wir müssen herausfinden, was sie bedeutet. Ich weiß, dass die Erinnerung etwas verworren ist, aber weißt du, was das für eine Maschine ist? UAU. Es klingt, als würdest du sie erkennen. Kannst du mir sagen, was das ist? Kann er nicht? Entschuldige, ich habe vergessen, mit wem ich spreche. Ich werde versuchen, es zu erraten. Ist die Maschine? Weiß ich nicht. Ich habe das Bild natürlich nicht mehr im Kopf, weil ich mir das vorher nochmal angucken wollte. Ich sage jetzt mal einfach ein Müllsammler. Nein, nicht? Nun, ist die Maschine Teil eines Raumschiffs? Nein. Dann vielleicht ein Kommunikationsgerät. Nein, auch nicht. Ja, dann denke ich mal nicht, dass ich in der Lage bin, das zu erraten. Du willst, dass ich dir folge? Na gut, geh voran. So, ich werde jetzt das Letzte noch abernten. Die ganzen Sachen, die ich jetzt eigentlich einsammeln würde, liegen jetzt hier auch noch in der Ecke. Muss ich mal schauen, dass ich das hier auf. So, durchsuche das Haus von Wally. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Es tut mir wirklich leid, aber ich möchte mit meinen Sachen noch weiter durchkommen. Und den Rest machen wir dann, wenn ich tatsächlich aufnehme. So, und da bin ich wieder zurück. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja. Entschuldigt bitte, dass ich vorhin ein wenig genervt geklungen habe, aber es ist wirklich so gewesen. Ich meine, man konnte es, glaube ich, anhand der Bilder auch noch ein bisschen erkennen, dass ich dieses Feld hier komplett geerntet hatte. Und dann war ich hier hinten in der Ecke und habe tatsächlich dieses eine Ding hier noch drauf gedrückt. Da stand dann auch aufheben oder sowas. Ich weiß nicht mal, was da mal steht. Und in dem Moment schoss Wally I irgendwie hier rüber und zack, direkt vor mir. Ja, genau du, der jetzt im Hintergrund so niedlich am Gucken ist. Schoss irgendwie von rechts die Treppe hoch, direkt auf mich zu. Und als ich dann hier drauf gedrückt hatte, ja, hatte ich dann seine Quest plötzlich drin. Das hat mich so genervt, ehrlich gesagt. Deswegen, es tut mir wirklich leid. Da wir jetzt die Quest annehmen konnten. Ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen erklärt. Ach so, was ich noch erklären muss, ist mein kleiner Begleiter hier, dieses süße, niedliche Schweinchen. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, ist falsch ausgedrückt. Es wurde mir gesagt in den Kommentaren, ich danke euch wirklich sehr dafür, wie man Begleiter auswählen kann. Und zwar müsst ihr, also ich drücke immer auf U, damit ich hier reinkomme. Nee, Quatsch, das ist falsch. Ihr müsst auf I drücken fürs Inventar. Ihr müsst aber draußen stehen. Ist mir aufgefallen. Drinnen funktioniert das nicht. Drückt dann auf Garderobe und habt da Begleiter stehen. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gesehen. Konnte es aber nicht benutzen, weil ich noch keinen Begleiter habe, meine ich. Da stand da nichts drin. Und wie ihr seht, ich war fleißig, ohne es so richtig zu merken. Nämlich habe ich jetzt schon vier verschiedene Eichhörnchen. Ja gut, diesen Weihnachtsfuchs, den habe ich freigeschaltet. Pua haben wir ja durch die letzte Quest oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, von Vaiana freigeschaltet. Und eine Meeresschildkröte haben wir auch schon. Ich finde aber dieses Schweinchen einfach so unendlich geil. So, ja, also wie gesagt, wir haben ein Bild von Wally gefunden. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen, ich habe zwar keine Stimme richtig, weil meine Nase ist total zu. Also Stimme habe ich schon, aber meine Nase ist zu. Deswegen, wenn ich zwischendurch mal mich räuspern muss, husten muss. Gut, das Husten schneide ich raus. Also wundert euch nicht, wenn es ein paar Cuts geben sollte. Ja, aber ich höre mich gerade. Ich bin gerade, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt jetzt so aufnehmen kann, weil ich habe Minzöl an die Nase rangemacht und noch Nasenspray drin und trotzdem rieche ich gerade noch gar nichts, weil ich immer noch so viel Schleim in der Nase habe. Das ist grauenhaft.
Jetzt gucken wir mal eben, ob wir irgendwo Wally-E finden. Wir finden gar keinen Wally-E. Wieso finden wir den nicht? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass unter seinem Namen dieses Bild, doch hier, Bild ist drin. Also Wally ist drin. Aber dieses Bild nicht. Also wenn ich dran denke, ich habe extra noch einen Screenshot davon gemacht, weil das natürlich mal wieder kam. Ach hier, da, da. Dreamlight Valley ist es drunter. Dieses Bild hier habe ich gefunden. Fragt mich bitte nicht, wie. Ich habe es ausgebuddelt oder irgendwas, keine Ahnung. Und ja, dieses Ding hier kennen wir ja schon, den Kassettenrekorder. Den haben wir ja irgendwie in der Quest gehabt, glaube ich. Und wie wir eben schon gehört haben, wir sollen Wallys Haus durchsuchen. Hallo Mickey. Hallo Gameplayerin. So, hier war ich jetzt schon mal drin. Ihr wart noch nicht hier drin. Ich zeige euch das Ganze mal, wie es aussieht. Das sieht schon ziemlich cool aus hier, finde ich. Oben so die Kochgeräte auch noch. Hier ist was zum Aufheben. Das ist neu und das gehört zur Quest, so wie es aussieht. Hier hat er den Plattenspieler, sag ich schon, den Kassettenrekorder hingelegt. Komm mal hier raus, sonst renne ich wieder raus, Wally. Das ist die Maschine, die wir in einem deiner Müllwürfel gefunden haben. Ist das die Maschine aus deiner Erinnerung? Wir müssen sie reparieren. Du scheinst wirklich begeistert zu sein. Ich wette, du bist gut darin, Dinge zu reparieren. Direktive. Okay, ich folge deinem Beispiel. Wally. Okay, ich bekomme jetzt den Kassettenrekorder. Und weg war er. Gut. Okay. Folge Wally. Ja, da ist er. Hallo. Wohin denn? Einfach mal hinterher. Okay. Lalalala. Ich habe übrigens ein neues Oberteil. Ich glaube, das war in der letzten Folge, hatte ich das noch nicht an. Ich habe es nämlich danach erst bekommen. Er geht ins Schloss rein. Okay, dann kann ich euch das mal kurz zeigen. So, jetzt habe ich mich umgedreht, ich Idiot. So sieht das Ganze aus. Das ist übrigens das, meine ich, passende zur Hose, wenn ich mich richtig erinnere. Wally! Du deutest in Richtung des Schlosses. Willst du in dein Reich zurückkehren? Na gut, ich schaue mal, ob ich etwas finde. Ob ich etwas finde. Erkunde Wollys Reich. Ach so, das meinen die. Ja, aber das machen wir doch mal direkt mit der Schnellreise, ne? Also es ist ja. Wir sind doch alles faule Menschen. Ja, hier läuft. Ah, hier ist was. Was ich natürlich. Oh, hier sind viele Sachen. Teile. Okay. Wo wir neue Rezepte mit rausbekommen. Und die Würfel sind so am Leuchten. Die Frage ist. Ah, da hinten. Um ein weiteres elektronisches Bauteil zu erhalten. Die zwei Felder haben wir auf jeden Fall noch. So, einmal das. Was ist eigentlich hier mit dem Bäumchen? Da kann man auch nichts ernten oder so, ne? Gießen kann ich die auch nicht, oder? Nee. Bringe Wally das passende Teil, aber bitte ohne Gießkanne. So. Hallo, Wally. Du bist gar nicht Wally, du bist mein Schweinchen. Ist der jetzt abgehauen oder was? Nach dem Motto, lass die Alte mal machen, ich bin da mal weg. So, mal geht's noch? Wo haben wir dich denn, Wally? Einmal dahinter. Falls du wieder abhaust, ne? Dass ich das sehe. Wally! Wally! Der Strich Strich 326155 mich nicht, also nicht 7, ihr wisst schon. Also vergiss mal nicht, sage ich jetzt einfach, damit es einfacher ist. Scheint noch etwas zu fehlen. Ein paar Teile zu basteln. Ich sollte in der Lage sein, diese mit Hilfe von Eisen auf einer Werkbank herzustellen. Hui! Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber. Ach so, hier mit Teile von Eisen. Okay, da brauchen wir zwei. Wie viele brauchen wir denn davon? 12. Wollt ihr mich veräppeln? 12. Aber wir kriegen immer drei raus. Okay. Naja, immerhin.
wir haben so viel davon, das ist ja eigentlich. Eigentlich ist es ja läppisch, ne? Ich habe jetzt gar nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Was muss er? Was, wie, wo? Ich muss mal. Und weg war er wieder, der gute Donald. So, 12 hatten wir jetzt gesagt, ne? Ich bin jetzt hier einfach am Weitertippen und über. Ach so, halt, stopp. Ah! Über Donald am Reden. Da war gerade. Da. So, vergiss mich nicht. Wally. Wally, Liebes. Wo bist du schon wieder hin? Komm mal her. So, bitteschön. Die Maschine ist repariert. Yippie! Wir haben die Maschine also repariert. Aber ich weiß noch immer nicht, wie sie funktioniert. Ah, ah, ah. Ha, du hebst die Hand, als wären wir in der Schule. Weißt du, wofür das Teil gut ist? ist es eine Maschine, die Dinge kaputt macht? Genau. Die Erinnerung findet, die Erinnerung produziert. Fragen wir mal nach. Nein. Nicht? Nun. Ich verstehe. Diese Maschine ist also wirklich der Grund für das Auftauchen der Erinnerung. Und die Erinnerung war beschädigt, weil die Maschine kaputt war. Jetzt, wo wir sie repariert haben, frage ich mich, ob noch mehr Erinnerungen auftauchen werden. Das sieht so aus. Können wir noch miteinander reden? Hallo, Bolli. Hallo. Ah. Ach so, spiele weiter. Moment, Moment, Moment. Was haben wir denn hier? Wally. Och, schon wieder eine verborgene Anforderung. Nein. Um die nächste Freundschaftsaufgabe von Bolli freizuschalten, musst du Folgendes erledigen. Also beim letzten Mal, ich meine, ich habe was ausgebuddelt. Ich bin mir aber nicht sicher. Und was hat sie jetzt gesagt? Also vielleicht müssen wir eine Kassette finden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Hier mit der Kugel, nee, Kugel, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, der Pflege da, was eigentlich hier ist, das Ding kann ich nicht mehr gießen. Seit 2 oder 3 Tagen kann ich das Teil nicht mehr gießen. Ich weiß nicht, ich habe es einmal gießen können und danach nicht mehr. Aber es bleibt auch irgendwie ewig so eine kleine Pflanze. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Deswegen können wir das leider auch nicht weitermachen. Aber ich glaube, Maui war es, ne? Maui hat eine neue Aufgabe. Ja, mit ihm wollte. Ach so, mit Goofy wollte ich eigentlich auch weitermachen. Ja. Aber ich habe ja schon gemutmaßt, ob bei Maui nicht diese. Diese Spitzhacke verbessert wird. Wo ist denn der jetzt? Maui? Ach, da. Der ist immer da, wo man ihn nicht gebraucht. Also immer bei einem, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. Und wenn man ihn aber sucht, ist er wieder weg. Und ich meine, ach, die sind hier wieder drin. Und ich meine auch, dass in den Kommentaren irgendwo drin stand, dass es wirklich so ist. Wir holen Dir uns die ist klar, Quest dass du jetzt mit mal. mir sprechen willst. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Sonne mit dem Lasso eingefangen habe? Die ganze Sonne für Sterbliche. Ach, und übrigens, hast du den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen? Ich habe etwas in einen Trümmerhaufen stecken gesehen. Willst du, dass ich dir das zeige? Oh ja. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Ja, zeig es mir. Folge mir. Danke, Zwerg. Ja. Damit kann er nicht mich meinen. Ich mache zwar nicht gerne verschiedene Aufgaben in einen, aber wie ihr gesehen habt, ich komme da jetzt auch wieder nicht weiter. Und ja, es ist dann schon ein bisschen nervig. Gerade so Sachen, wo man überhaupt nicht weiß, was man jetzt machen soll. Uff. Die hier, nicht die hier. Oh, Falls du Maui. Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Siehst War du? nur Spaß. Etwas steckt in den Trümmern fest. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch das hier zerbrechen kannst. Aber zuerst brauche ich einige Dinge, die ich in meinem Ozean zurückgelassen habe. Sie sind in einem Korb neben meinem Boot auf der Insel, auf der wir uns getroffen haben. Hole das Zeug und bringe es mir. Dann können wir loslegen. Gern geschehen. Nein, stopp, bleib hier.
bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh, ich kann nicht. Sag mal, Maui. Hallo. Du kleiner Verfluchter, lass uns abhängen. So. Damit du nicht wieder abhaust hier. Oh. Okay. Moment, Vajana. So, da kommt er nicht mit, das ist mir schon klar. Aber sonst muss ich den wieder über die ganze Insel verteilt suchen. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Meint er das hier? Ja. Oh, toll, das sind doch alles Sachen, die ich schon habe. Na, okay, den Steinschaber, den habe ich nicht. So, bringe Maui die gesammelten Sachen. Das werden wir da mal machen. Maui? Ich dachte, boah. Dieser Kerl ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Zu nichts. Der Typ nennt sich Halbgott und kriegt es noch nicht mal auf die Reihe, bei mir zu bleiben. Hier geblieben. So, bitteschön. Toll. Jetzt, wo ich diese Steinschabe habe, werde ich machen, was ich mache. Und du kannst tun, was du tust. Ja, klingt logisch. Bring mir einen Snack mit. Irgendetwas Frisches und Leckeres. Ja, und was genau? Koche ein frisches 5-Sterne-Menü. Wollt ihr mich? Boah. Ernsthaft jetzt. Oh, die sammle ich auch immer ein. Ich weiß nicht, die sind plötzlich gekommen. Die hat meine Tochter schon eingesammelt, ohne überhaupt das Event drin gehabt zu haben. Das hat sie jetzt, nämlich jetzt erst freigeschaltet. Ich glaube, da musste man mit Merlin irgendwie ein speziell... Ach ja, das haben wir ja auch noch. Das habe ich vergessen, euch zu sagen. Ich habe die Leute ja auch nebenbei hier bewirtschaftet. Und dadurch ist Remy wiederum frei geworden mit seiner Quest. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Das machen wir jetzt aber nicht in dieser Folge. Ein 5-Sterne-Menü. Ja, die sind immer alle so teuer, ne? Das hier findet er ganz toll. Könnte ich theoretisch auch machen, aber ist halt sehr teuer. Ist auch das... Ne, nicht das Einzige. Griechische Pizza könnte ich noch machen. Mediterraner Salat. Das ist natürlich alles... Kann ich alles machen, theoretisch, aber ist alles natürlich was, wo ich... Geburtstagskuchen, den könnte ich zum Beispiel auch machen. Achso, ich könnte Ihnen den Geburtstagskuchen geben, rein theoretischerweise. Ich mach mal die Kartoffelsuppe. Keine Ahnung, was muss ich denn neu kaufen? Milch. Ja, eigentlich nur Milch von hier, ne? Hallo! So, zack. Das passt ja perfekt. Und hallo, Milch muss ich einmal kaufen. Ja, ich weiß, ich habe kein Geld mehr für nix. Ich habe gerade die vorletzte Erweiterung nämlich bezahlt von Wolli. So, bitteschön, das ist für dich. Haha. Danke, Gameplayerin. Das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. Mitten im Restaurant. So, das war's. Kann ich mit dir sprechen? Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Remy, kriegst du nicht mit, dass sich hier Erwachsene unterhalten? Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente, holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Okay, okay. Trümmern des Sturms. Hier unten. Ja, da kann ich ja jetzt so nicht hin. Moment, dann gehen wir dahin. So, hier übrigens. Ich habe auch einen Screenshot hochgeladen. Hier habe ich meine ganzen Bäumchen und Büsche hingestellt. Da hinten sind auch noch die Bananenbäume. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht sehr, sehr viel besser mit dem Ernten. Also es ist einfach viel, viel schneller, wenn so alles hier in Reihe und Glied steht. Achso, Moment.
Ah, da kommt sogar Sand raus. Wie geil. Wie geil. Oh, das ist so cool. Wieso zeigt ihr mir jetzt die ganze Zeit hier dieses Dings? Ach so, weil ich da aus Versehen draufgeklickt habe eben, ne? Was ist denn mit dir? Ich habe keinen Seetang, ne? Hallo. Hallo, Schildkröte. Du kennst mich doch schon. Ich habe dich doch schon gefüttert. Ja, du brauchst doch nichts Neues mehr. Veräppeln lasse ich mich nicht. Sollen wir hier auch nochmal probieren? Lass mich mal durch, Maui. So. Was? Zeige Maui, was du gefunden hast. Was habe ich denn gefunden? Zerbrochener Sandstein. Ein kaputtes Möbelstück. Es ist aus Sandstein gemacht. Okay. Mhm. Also, was hast du gefunden? Ein Stück Sandstein, hm? Aha. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich war vor dem Vergessenen, dem Dreamlight Valley das Feuer gebracht hat. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ah, ich weiß nicht. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du? Okay. Kannst du das nicht selber machen, genau. Ja, dann mal los. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör mir gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Sonst brauche ich nichts. Ach, war ja klar. Du brauchst auch etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen. Wie diese Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es auf deiner Bergbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle, inspiriert von meiner Wenigkeit, irgendwo im Dorf auf. Danke, Zwerg. Ja, Sand. Wir haben noch nicht genug Sand. Wir buddeln uns da mal hier durch diese Dinger durch. Ansonsten, den Rest haben wir eigentlich soweit. Ah, Sand. Lalalalalala. Aber die Dinger machen wir trotzdem mal weg, weil mich das so dermaßen angekotzt hat, dass ich hier nicht durch konnte. Ich will euch nie wieder sehen hier. Nie wieder. Schon gar nicht hier im Weg. So. Damit wir auch ein bisschen Sand haben, was wir dann lagern können. Und natürlich, damit es hier schöner aussieht. Lalalalala. Du gehst auch noch weg. Zack. Okay, so. Dann werden wir uns erstmal hier oben hinbegeben. Wir können natürlich auch zurück, aber ich sag mal, eigentlich ist Gorbs wie gesprungen, ne? Also zurück zu uns, meine ich jetzt. So. Ne, Möbel, hier. Haben wir alles in Reihenform, okay. Ja, aber das Ding sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ach, das ist, okay. So, stelle die Feuerscheibe. Wie groß ist die denn? Fragen wir es mal so. Ach, das ist so eine kleine. Hm. Die von Vajana sollte ich ja schon bei mir irgendwo hinstellen. Würde ich sagen, machen wir. Ach so, das ist doof, weil man da runterkommt, ne? Machen wir die auf die andere Seite. So, so, zack. Jetzt steht sie zwar bei mir, aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, das interessiert ihn ja eh nicht, wo er steht. Maui! Wo bist denn du schon wieder? Du warst doch gerade noch bei mir. Da unten, ey, der Typ ist immer da, wo man ihn nicht gebrauchen kann. Ach, da oben. Ah. Hast du deine Kokospalmen gefunden? Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit. Erzähl es deinen Freunden. Ja. Hey, lass uns in Zukunft noch mehr Taten vollbringen. Das hat Spaß gemacht. Hey, gut gemacht. Ich weiß, ich weiß. Und er hat auch schon wieder die nächste Quest für mich. Aber ich sehe nichts mehr. So. Aber ich denke mal, dass da noch ein paar Quests kommen werden. Vielleicht zwei, drei. Ich bin mir nicht sicher. Und das heißt für mich, dass es zeittechnisch eigentlich hier der perfekte Zeitpunkt ist, wo ich einen kleinen Cut mache. Nochmal versuche, meine Nase freizukriegen.
und dann in der nächsten Folge weitermache. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob wir mit Maui weitermachen. Oder ob wir eventuell mit Goofy weitermachen, weil da wollte ich ja die ganze Zeit schon gucken, ob wir Lilo und Stitch freischalten können. Ach so, eine Sache. Doch. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Weil ich habe nämlich extra die Dream-Dinger da, die Dreamlights gesammelt, um oben die letzte Ebene freizuschalten. Nee, ganz die letzte ist es nicht. Es gibt ja noch die Eiskönigin, das Schloss oben rechts. Das muss ja auch nochmal extra freigeschaltet werden. Aber das über der sonnigen Ebene, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt, dieser lilane Bereich, den werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge als erstes freischalten. Und dann, ja, gucken wir einfach mal weiter. Vielleicht hat das ja auch irgendwas mit der Kugel der Pflege zu tun. Wobei ich mir das wiederum nicht vorstellen kann, weil man muss das ja eigentlich auch abschließen können, ohne oben den Teil freizuschalten. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir das in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.